Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HT1 Innviertel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, heute wird es nochmals politisch in unserer Sendung, denn am 27. September blickt ganz Österreich gespannt nach Oberösterreich, wo die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattfinden. Außerdem gibt es Informatives und Interessantes über Remax und die Gewerbeausstellung in Altheim zu berichten. Dazu begrüßt heute mein Kollege Gerald Schlager Gäste in unserem Studio. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei unserer Sendung. Ein Hauch von Nostalgie und doch der Blick nach vorne. Das gab es bei der heurigen Braunauer Herbstmesse. Naja, es ist 50 Jahre, also das goldene Jubiläum. Bei einer Ehe sagt man goldene Hochzeit, ja, 50 Jahre Messe Braunau. Das heißt, vor 50 Jahren wurde die erste Gewerbeausstellung in Österreich in Braunau gemacht. Und das hat sich zu einer großen regionalen Messe entwickelt, die 50 Jahre besteht. Und was wir da heute sehen, ist in der Sonderschau ein Rückblick auf die 60er Jahre, wie hat es damals ausgeschaut. Da finden wir Bilder, da finden wir Einrichtungsgegenstände aus dieser Zeit, Retro-Look, alte Vorzeige. Wir erinnern einfach ein bisschen an diese Zeit. Die feierliche Eröffnung wurde von Landeshauptmann Püringer vorgenommen, denn regionale Messen haben für ihn eine besondere Bedeutung. Das ist mir sehr wichtig, denn die regionalen Messen zeigen deutlich, wie stark die Wirtschaft nicht nur im Zentralraum, nicht nur in den drei Statutarstädten ist, sondern wie sie auch in den ländlichen Regionen lebt und welche Leistung sie auch erbringt. Eine Messe ist immer auch ein Schaufenster der regionalen Wirtschaft. Diese war bei der Eröffnung natürlich ebenfalls vertreten. Auch hier wird die Bedeutung der Braunauer Messe hochgeschätzt. Also für die regionale Wirtschaft sind am wichtigsten die regionalen Messen. Wir haben zwar im Bundesland Oberösterreich zwar größere Messen in Wels und in Ried, aber das ist für die regionale Wirtschaft zu weit weg erstens und zu groß angelegt, zu teuer, um dort mitzumachen. Und deswegen ist gerade diese regionale Messe hier in Braunau für die regionale Wirtschaft, für die regionalen Aussteller, für die Unternehmen von enormer Wichtigkeit, weil sie da zeigen können, an einem Platz, was sie zu leisten imstande sind und hier an einem Platz das Publikum auch weiß, was alles geboten wird. Und deswegen komme ich als Besucher auch hier sehr gerne her, weil ich weiß und hier sehe, was in der Region alles los ist. 50 Jahre Messe Braunau. Damit auch das nächste halbe Jahrhundert so erfolgreich bleibt, gibt es noch ein paar Glückwünsche von Landeshauptmann Püringer auf den Weg. Ja, ich wünsche der Braunauer Messe, vor allem aber der Braunauer Wirtschaft, dass es auch in den nächsten 50 Jahren wieder steil bergauf geht. Wenn man sich vorstellt, welchen Fortschritt, welche Entwicklung es in den letzten 50 Jahren gegeben hat, dann kann man nur sagen, es möge gut weitergehen. Danke dem Herrn Messepräsidenten, dem Direktor, danke allen Verantwortlichen, danke der Wirtschaft dieser Region für die Arbeitsplätze, für die Ausbildungsplätze, für die Jugend, für die Steuern, die sie bezahlt haben. Danke und eine gute Zukunft. Die Firma Promotech wurde 1995 in Schalchen gegründet und ist ein technischer Vorzeigebetrieb mit branchenführender Position im Bereich Elektromechanik mit international renommierten Kundenkreis. Als eigentümergeführter Familienbetrieb mit hoher Fertigungsdichte, vollautomatisierten Produktionslinien und mit stabilen Investitionen stehen für Promotech die Mitarbeiter an vorderster Stelle. Und das zeigte sich auch bei der 20-Jahr-Feier in der Sepp-Oeller-Halle in Mattighofen. Günther, was ist denn das Geheimnis der erfolgreichen Entwicklung von Promotech? Ja, ich glaube, das ist gar keine so Hexerei. Ich führe das einmal zurück, dass also, sage ich mal, wir da sind Innviertler und die Innviertler haben einfach ein starkes Selbstvertrauen in das, was sie können, haben eine Bodenständigkeit, haben aber auch den Mut und die Kraft, was Neues, was Unbekanntes auszuprobieren, anzupacken und dann auch umzusetzen. Und wir haben einfach jede Menge Mitarbeiter, die an einen Strang ziehen
und die gute Arbeit einbringen. Und damit ist das also vom Unternehmenserfolg eigentlich schon mal großteils eingefahren. Und wir haben wirklich viele Mitarbeiter, die sich da so einbringen. Und das ist das Klasse. Es ist ein ganz toller Betrieb. Und was mir am besten gefallen hat, er feiert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist das Beste, was man tun kann als Unternehmer. Bei einer großen Aktiengesellschaft spricht man von Kapitalvertreter, das sind die Aktionäre. Er sagt, mein Kapital sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Promotech ist ein Familienbetrieb und auch Sohn Michael arbeitet bereits im Betrieb mit und ist für die Lehrlingsausbildung verantwortlich. Mit dem Unternehmen mit aufgewachsen, wie es der Papa vorher schon kurz erwähnt hat, hat er sehr viel Zeit im Unternehmen verbracht und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, dass ich als kleiner Bursche oft das Unternehmen besuchen dürfen habe, mir die neuesten Maschinen anschauen dürfen habe und klar, somit ist die Emotion bei mir genauso gegeben wie beim Vater. Im Rahmen der Feier erhielt Ingenieur Benninger die Wirtschaftsmedaille in Silber. Es wurden Mitarbeiter geehrt, es gab ein Kabarett, eine Tanzshow und ein Inviertler Spezialitätenbuffet. Und ich denke, das ist auf alle Fälle wert, dass wir das heute ganz speziell nochmal ansprechen und ehren. Du kannst alles tragen. Gell? Danke. Aber dies nicht. Was? Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Das 20-jährige Promotech-Firmenjubiläum wurde also wirklich gebührend gefeiert. Ich darf jetzt recht herzlich im HT1-Studio Frau Roswitha Hebenstreit und Herrn Alexander Huber, Obmann vom Stadtmarketing Altheim, begrüßen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo. Ja, es geht um die Gewerbeschau in Altheim. Am 3. und 4. Oktober findet sie ja wieder statt. Wie viele Aussteller sind diesmal dabei oder die wievielte Ausstellung ist das und was können Sie uns eigentlich über die letzte Ausstellung erzählen? Das ist die 5. Ausstellung, die 2. unter meiner Obmannschaft. Was kann ich über die letzten Ausstellungen erzählen? Wir haben meistens, also eigentlich immer versucht, ein Highlight zu haben bei Ausstellungen. Das hat begonnen mit KTM, den Crossbow. Der ist direkt von Dubai nach Altheim gekommen damals, bis hin zum Formel-1-Wagen von Red Bull. Haben eigentlich jetzt eher so ein Highlight gehabt und hat sich erzeugt an die Besucherzahlen. Also haben wir eigentlich immer sehr zufrieden gewesen. Die diesjährige Messe oder die diesjährige Ausstellung ist ja unter einem eigenen Schwerpunkt, was wird diesmal geboten? Diesmal haben wir speziell geschaut auf das, dass wir einen guten Branchenmix zusammenbringen, eine Vielfalt. Und wir haben lauter Firmen aus der Region Altheim und werden so ca. 27 Branchen abdecken. Was für Branchen sind das ungefähr? Es geht an bei Auto, über Elektronik, über Hausbau, über Kulinarik, über Lifestyle und Mode bis hin über Tiere und zum Schluss auch natürlich nur Gesundheit. Und ja, wir denken so ziemlich alles so, was der Mensch braucht im Alltag im Leben. Ja, am Sonntag gibt es auch, was der Mensch braucht. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr los. Richtig. Was ist da genau speziell? Da wird es ein wenig lustiger am Sonntag. Da haben wir einen Bierregionsfrühschuppen mit der Bierverkostung der Privatbrauer Wurmeringer. Die leitet übrigens der jüngste Braumeister Österreichs, das ist der Klaus Wurmeringer. Und musikalisch werden wir da von Inviertler Dreier Musi und die Stammtischsänger sind natürlich auch dabei. Ja, Frau Hebenstreit, wir kommen zurück zum Freitag am 2. Oktober. Da gibt es ja was ganz Besonderes, da fliegt wer ein? Ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind sehr stolz, dass wir den ehemaligen Trainer des ÖSV Skifliegerteams bei uns zu Gast haben, Alexander Pointner. Er wird uns einen Vortrag halten, basierend auf seinem Buch Mut zum Absprung. Er wird aber von seinen Erfahrungen sehr viel ins private und vor allem in das wirtschaftliche Leben ummünzen, von der Motivation über Erholungsphasen, und wir sind schon sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Er wird aber nicht nur was sagen, er wird auch sein Buch mitnehmen und auch sogar signieren. Ja, er bietet seine eigenen Bücher zum Verkauf an und wird sie auch ansignieren. Ja, Frau Hebenstreit, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo bekomme ich Karten für die Gewerbeausstellung in Altheim?
Die Karten gibt es ausschließlich bei der Sparkasse Altheim im Kartenvorverkauf. Es wird keine Abendkasse geben, weil wir begrenzte Blattzahlen haben. Und es gibt zwei Arten von Karten. Es wird das normale Ticket geben, wo auch Gratisgetränke bis 22 Uhr beinhaltet sind. Und es gibt ein VIP-Ticket, das spezielle Werbemöglichkeiten für wahrscheinlich Firmen, wird es am besten ankommen, bietet. Ja, wir wünschen der Gewerbeausstellung in Altheim viel Erfolg, dass sehr viele Gäste kommen und bedanke mich für Ihren Besuch. Möbel Meier. Möbel, Aktualfenster und Türen. Mit frischem Wind, jeder Menge Neuigkeiten zum Thema Schönwohnen und leckerem Essen startet Möbel Meier in Schärding in die Herbst- bzw. Wintersaison. Und das natürlich mit der beliebten Hausmesse. Das Wochenende des 3. und 4. Oktober also freihalten. Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen. Vorab schon mal ein paar Neuigkeiten. Pünktlich zum Herbstbeginn bieten wir günstige Sonnenschutz-Raffstor-Rollläden-Systeme, ein Winterbad haben wir in Vorbereitung für flächenbündige Holz-, Alu- und Kunststofffenster und vor allem für Aluminium-Haustürmodelle mit einer tollen Qualität, haben wir ganz einen unschlagbaren Preis. Also das ist jetzt unsere neue Tarnküche im Haus mit super Schranklösungen, Eckschränke, Vorratsschränke, Apothekerauszug, von den Geräten her Kombidämpfer und Deckenlüfter, gute Spüler drinnen aus Silgranit von Blanco, dann Hängeschränke mit Glockenfunktion und in einer schönen Farbkombination. Ja, den neuen Bora Basic haben wir jetzt in der Ausstellung eingebaut. Das ist eine dritte Generation mit Großflächeninduktion und ist natürlich wie gehabt sehr reinigungsfreundlich und sehr gut angenommen von den Bewertungen von den Kundschaften, wo wir schon eingebaut haben. Und wie gesagt, sehr pflegeleicht und sehr leicht zum Reinigen. So, das war nur ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was Sie in Kürze erwartet. Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer Hausmesse am 3. und 4. Oktober nach Schärding ein und freuen uns auf Ihren Besuch. Ja, unser heutiges Thema befasst sich mit dem Thema Steuern und Immobilien. Dazu haben wir unseren Fachmann von Remax Innova eingeladen, Herr Ingenieur Christian Heidinger. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke fürs Kommen. Ja, wenn man von dem Thema spricht, Immobiliensteuern, da steht sehr viel im Raum gerade. Was kommt da kurz auf uns zu? Ja, es kommen deutliche Erhöhungen im Bereich der Immobilienertragssteuer und auch deutliche Erhöhungen bei Abgaben und Eintragungsgebühren auf uns zu, die im Zuge des Steuerpakets beschlossen wurden. Das heißt aber für Immobilienbesitzer, Verkäufer und Grundstückseigentümer oder mögliche Grundstückseigentümer gibt es momentan sehr viele Fragezeichen und dazu habt ihr eine Vortragsreihe geplant. Worum geht es da genau? Es geht darum, dass wir zum ersten über aktuellen Stand der Marktentwicklung berichten und dann gemeinsam mit einer Steuerberatungskanzlei werden wir auf die Änderungen aufgrund der Steuergesetze eingehen, die erhöhte Immobilienertragssteuer, die neuen Berechnungen im Zuge der Grundbuchseintragungsgebühr bei Übertragungen und auch bei Kauf, sodass sich jeder aktuell informieren kann. Wann findet diese Vortragsreihe statt und wo? Also alle österreichischen Remax-Büros haben diesen Vortrag, weil wir österreichweit organisiert sind. Und mein Unternehmen wird diese Vorträge machen in Rieder Bezirk und im Braunauer Bezirk, jeweils am 1.10. um 19 Uhr, in Ried in Neuhofen, Gasthof Zauner und in Braunau in Ranshofen, Gasthof Hoftaverne. Das heißt, jeder, der was nicht will, dass es am 32. Dezember schon zu spät ist mit seinen Immobilieninvestitionen, der sollte sich diese Vortragsreihe anschauen oder diesen Vortrag anschauen. Ist dieser kostenpflichtig?
Nein, natürlich nicht. Ist nicht kostenpflichtig, aber wir hätten es gern, dass sich die Personen anmelden bei uns. Das ist telefonisch oder per E-Mail, dass wir in etwa genug Platz haben für die Leute. Es ist einfach wichtig, jetzt zu erfahren, was auf uns zukommt, weil so mancher noch heuer Entscheidungen treffen sollte, weil das im nächsten Jahr unheimlich viel teurer werden kann. Jetzt die Frage zum Thema teuer, Geld. Es gibt ja viele Menschen, die nicht wissen, wo sollen sie ihr Erspartes anlegen. Hat aus Ihrer Sicht der Immobilienkauf oder der Verkauf, oder eigentlich mehr der Immobilienkauf, Sinn in der momentanen Situation? Also er hat sicher noch Sinn. Es ist, die Marktsituation ist gut, wobei die Nachfrage noch immer gut ist und das Angebot jetzt wieder etwas steigt. Also es ist wieder etwas mehr am Markt und Anlageimmobilien erzielen deutlich höhere Renditen wie zum Beispiel Sparbücher oder auch festverzinsliche Anlageformen. Aber, das muss ich dazu sagen, das ist nicht ganz arbeitsloses Einkommen. Man muss auch etwas dafür tun. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei diesem Vortrag und natürlich Ihren Besuchern sehr viel Wissen. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke sehr. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Claudia Kriechbaumer, von der Krankenschwester zur Beauty-Unternehmerin. Und wir suchen die beste Köchin. Rezepte einsenden und gewinnen. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Die politische Landschaft in Österreich ist im Umbruch. Neue Koalitionen bilden sich, auch in Oberösterreich. Gleichzeitig wachsen die Herausforderungen, jeden Tag. Wenn die Menschen jemandem zutrauen, diese Probleme zu lösen, dann Josef Büringer. Und 56% sagen, er ist der Landeshauptmann, den wir für Oberösterreich wollen. Die FPÖ liegt in bundesweiten Umfragen schon deutlich vorne, auch in Oberösterreich. Und sogar bei der Landtagswahl zeichnet sich ein Vormarsch der FPÖ ab. Verhindern wir den blauen Umsturz. Oberösterreich braucht einen starken Landeshauptmann. Gerade jetzt, jeden Tag mehr. Darum, wer Büringer will, wählt jetzt ÖVP. Das Geschehen im Bezirk Ried widmet Ihnen Automobile Deschberger. 5 Marken unter einem Dach. Der Wahlkampf 2015 in Oberösterreich geht in die heiße Phase und wir begleiten unseren Herrn Landeshauptmann auf der Bezirkstour im Innviertel. Heute Bezirkswahlkampf hier in St. Florian am Inn und wir sind für Sie live dabei. Weil der Mensch eine Heimat braucht, ein Platz, der geborgen hat. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Und gefolgt sind dieser Einladung sehr, sehr viele. Es geht um Oberösterreich und einen starken Landeshauptmann. Es ist eine tolle Arbeit geleistet worden in den letzten 6 Jahren. Wir haben super Programme für die Zukunft. Wir gestalten die 6 Jahre hindurch diese Region. Die anderen kommen dann daher und kreien aus die Lech aus. Was spricht am 27. September für die Oberösterreichische Volkspartei und Dr. Josef Büringer? Für Dr. Josef Büringer und für die Oberösterreichische Volkspartei spricht Einsatzkraft, Stärke und vor allem, wir sind sehr gut vernetzt in den Gemeinden bis hin zu Oberösterreich. Wir haben gute Leute und die rennen alle für Oberösterreich. Wir schauen alle nach vorne und haben ein Ziel, das Beste für unser Land zu machen. Weil Dr. Büringer und die Oberösterreichische Volkspartei die treibende Kraft in den letzten Jahren waren. Weil Büringer Garant dafür ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung vernünftig weitergehen kann. Weil Büringer Garant dafür ist, dass Oberösterreich ein Sozialland bleibt. Weil Büringer ein Garant dafür ist, dass Oberösterreich auch im Gesundheitssystem eine gute, tolle Entwicklung hat. Und die ÖVP ist die einzige Kraft, die den ländlichen Raum wirklich vertritt, wo der ländliche Raum den obersten Stellenwert hat, auch deshalb. Weil er der Beste ist, weil er die Erfahrung hat, die Kompetenz und das Land seit 20 Jahren äußerst erfolgreich führt. Deshalb gibt es aus meiner Sicht nur einen, den man wählen kann, und das ist der Sepp Büringer und die ÖVP.
und auch die neue inoffizielle Oberösterreich-Hymne wurde kräftig geübt. Nächste Station unserer Aufwärts-Oberösterreich-Tour für Dr. Josef Büringer, Ried im Innkreis. Auch in Ried war der Empfang des Landeshauptmanns großartig und die positive Allgemeinstimmung deutlich zu spüren. Wofür steht die Oberösterreichische Volkspartei? Für Anstand und Hausverstand in der Asylfrage, für aktiven Einsatz, für den ländlichen Raum, für die bäuerlichen Betriebe und für die gewerblichen, für die Arbeitsplätze und für die Ausbildungsplätze, für die Jugend, für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Steuergeld, für Pflegesicherheit, für unsere Ältesten. Und natürlich, wir stehen für eine Politik der Gemeinsamkeit, denn die hat Oberösterreich stark gemacht. Was spricht am 27. für unseren Landeshauptmann Dr. Josef Büringer? Weil er natürlich sehr viel Erfahrung hat und ich glaube, genau in diesen Zeiten braucht man unbedingt einen Mann voran, der wirklich seine Probleme gemeinsam mit uns lösen kann. Ich glaube, da haben wir mit Dr. Josef Büringer einen sehr guten Kandidaten mit sehr viel Erfahrung und ich glaube, er bringt uns auch durch diese schwierigen Zeiten. Ich glaube, mit der Oberösterreichischen Volkspartei haben wir in den letzten Jahrzehnten einen ganz erfolgreichen Weg gehabt und der Garant für diesen Weg war in den letzten 20 Jahren unser Landeshauptmann Dr. Josef Büringer. Nächste Station unserer Wahlfahrt der Oberösterreichischen Volkspartei, Braunau am Inn. Auch das Braunauer Team der Oberösterreichischen Volkspartei ist überzeugt, welche Partei man am 27. September wählen muss. Die ÖVP ist jene Partei, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger wiederfinden können, mit einem Landeshauptmann, der seine Arbeit weit über 20 Jahre äußerst erfolgreich, menschlich und zukunftsorientiert macht. Daher ÖVP Josef Büringer. Landeshauptmann Dr. Josef Büringer und sein Kandidaten. Mit Optimismus und einer tollen Stimmung wurde die Bezirkswahltour in Braunau abgeschlossen und ein jeder war sich sicher, es kann nur einen Landeshauptmann geben. Wir haben heute mit einer sensationellen Stimmung unsere Bezirkskundgebungen hier im Bezirk Braunau abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die nächsten 6 Tage klarzumachen. Erstens, es geht nicht um Wien oder Brüssel, es geht um Oberösterreich. Zweitens, wir dürfen jetzt den Oberösterreichischen Erfolgsweg nicht gefährden. Und drittens, gerade in schwierigen Zeiten braucht es einen starken Landeshauptmann. Und wenn es uns gelingt, diese Stimmung von da drinnen auf die Straße zu bringen, auf die Leute zu bringen, den Leuten zu sagen, worum es bei dieser Wahl eigentlich geht, dann bin ich zuversichtlich für den kommenden Sonntag. Wie wichtig ist die Region für die Oberösterreichische Volkspartei? Das Innviertel ist ein ganz, ganz wichtiger Teil Oberösterreichs. Tüchtige Unternehmer, eine starke Bauernschaft, wichtige Betriebe mit tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daher heute hier der Schlusspunkt der Bezirkstouren. Jetzt geht es noch hinaus in die Gemeinden bis zum Sonntag. Jetzt haben Sie ja die Bezirkstouren hinter sich, wie Sie gerade gesagt haben. Wie ist das Gefühl, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist hervorragend, unsere Leute laufen. Ich hoffe, dass die Leute, wenn sie wählen gehen, auch daran denken, es geht um Oberösterreich, es geht um den Landeshauptmann und es geht nicht um Asyl, um Wien oder um Brüssel. Oberösterreich, mein Traum. Das da ist der Gasthof Riedberg. Das ist Kali, ein Mod drum wird dazu. Und das ist Kali im Weihnachtsmannkostüm. Macht voll auf Christkind. Und bringt Geschenke mit. Aha, trinkt ihr da ein Bierchen im Keller, der Weihnachtsmann? Und die Gäste feiern schon mal mit allem Pipapo und so. Die da, die wollen auch im Gasthof Riedberg feiern, scheint's. Aber erstmal reservieren bitte. Dann gibt's den Weihnachtsmann umsonst dazu. Manche Momente.
Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. In Schärding ist der Remax-Ballon gelandet. Das Remax-Immobiliennetzwerk umfasst derzeit 33 Länder mit rund 1500 Büros in Europa und ist die Nummer 1 am Immobiliensektor in Österreich. In Schärding beim Linzer Tor wurde nun die 111. Remax-Zentrale eröffnet. Das Remax-Maklernetzwerk mit Büros in allen Bezirkshauptstädten Oberösterreichs, jetzt mit neuem Standort beim Linzer Tor in Schärding. Nachdem Remax Fit in Gelsenkirchen bereits schon seit fast 3 Jahren tätig ist, wir viele Anfragen und aber auch Kunden schon aus dem Schärdinger Bezirk hatten, war es für uns eigentlich ein logischer Schritt. Die schönste Barockstadt Österreichs, sagt der Bürgermeister von Schärding, und der sagt immer die Wahrheit. Wir freuen uns, dass Remax bei uns in Schärding aufgemacht hat, weil wir einen Betrieb, der auf Beständigkeit zählt, hier in Schärding auf jeden Fall gern haben. Und ich bin auch stolz drauf, wenn wir am Stadtplatz schauen, dass es kein Geschäft gibt, wo zu vermieten und zu verkaufen draufsteht. Dieser Wunsch könnte dem Bürgermeister erfüllt werden, ist doch Remax in Österreich laut Market-Umfrage die spontan bekannteste Immobilienmarke und mit Abstand die Nummer 1 am Immobilienmarkt. Vor allem auch regional einfach sehr stark aufgestellt. Wir haben in Oberösterreich alleine 50 Maklerkollegen. Das Zweite, wir sind ein Netzwerker, wo wir einfach auch Gemeinschaftsgeschäfte machen. Und das kommt sowohl den Maklern, aber auch den Kunden zugute. Sehr den Kunden zugute kommt die spezielle Ausbildung der Remax-Makler. Ab 2012 ist man auch verpflichtet, dass man so eine Immobilienberaterprüfung macht, weil sonst kann man in diese Branche gar nicht eintreten. Qualität von Dienstleistung kann nur mit einem dementsprechenden Fachwissen stattfinden. Die Mitarbeiter arbeiten nach einem Ehrenkodex, dem sogenannten Remax Code of Ethics. Das ist eine Verpflichtung, die jeder Mitarbeiter unterschreibt, nämlich dass er verpflichtend, verbindlich und loyal dem Kunden, sowohl Käufer als auch Abgeber, seine Leistung erbringt. Remax Büros sehen sich als Dienstleistungszentren. Die Makler bieten Full Service. Also wir bieten den Kunden eine kompetente Beratung von A bis Z, von der Bewertung bis zu den Besichtigungen, bis zum Grundbucheintrag und bis zur Schlüsselübergabe. Ja, da erarbeiten wir uns täglich den guten Ruf, dass wir seriös arbeiten. Bei uns arbeiten alle Makler in ihrer Region, dort wo sie leben, und das verpflichtet naturgemäß jeden, der seriös arbeiten will, zu einem seriösen Geschäft. Weil wenn ich dort, wo ich lebe, arbeite, muss ich sauber und seriös meinen Kunden gegenüber treten. Remax mit neuem Standort in Schärding. Hochmotiviert mit hohen Zielen. Also wenn man so arbeitet wie wir, nämlich regional vernetzt, regional verankert, dann machen wir uns bei der Zielerreichung von 20% Marktanteil im Bezirk Gelsenkirchen oder auch hier dann im Bezirk Schärding keine Sorgen. Voll motiviert und gestärkt ging die SPÖ in Vöcklabruck in den Endspurt des oberösterreichischen Landtagswahlkampfes. Zigtausende Menschen jubelten ihnen auf ihrer Heimatstour bereits zu. Es war unglaublich, weil überall so ein großer Zulauf war wie nie zuvor. Und das zeigt das unglaublich große Interesse. Das ist fast wie ein Dammbruch. Die Menschen brechen auf und sagen, es muss sich was ändern, so kann es nicht weitergehen. Das heißt, da ist ein Riesenaufbruch im Gange, wo die Menschen heute erkennen, dass wir ihre Interessen auch wirklich vertreten, dass wir sie ernst nehmen. Und da kann man nur sagen, ja, wählt wie ihr denkt, damit ihr auch wirklich das bekommt, was ihr wollt. Die Leute haben die Nase voll. Sie haben wirklich die Nase voll von dem, was ihnen vorgeschrieben wird, von allen möglichen, ob es Nichtregierungsorganisationen sind, die Bundesregierung, die Leute im Stich lässt, aber auch in Oberösterreich die steigende Arbeitslosigkeit, die steigenden Lebenserhaltungskosten. Und man hat so das Gefühl, dass wir auch in Oberösterreich ein Land des Schwächelns geworden sind. Also das spürt man, und die Leute wollen das nicht und sie haben Angst. Sie haben Sorgen und sie haben Ängste, was die Zukunft unseres Landes betrifft,
wo es unsere Kinder betrifft, unsere Kindeskinder betrifft und dass wir nicht mehr Herr im eigenen Land sind. Und wir machen nicht Ängste, wir schüren keine Ängste. Wir nehmen diese Sorgen und Ängste auf und wir nehmen sie auch ernst. Die Oberösterreicher sind ein Menschenschlag, der gerade ist, bodenständig, heimatbewusst ist. Die sagen dir das, was sie denken, ins Gesicht, die Hand auf den Tisch, da weißt du, woran du bist. Die FPÖ garantiert eine starke Politik für ein starkes Oberösterreich. Zukünftigen Generationen eine Heimat bewahren, die ein selbstbestimmtes Leben und eine positive Weiterentwicklung ermöglicht. Eine Heimat mit Zukunft. Naja, dass wir endlich wieder unsere Familien auch fördern, dass man sich wieder auch ein drittes, ein viertes Kind leisten kann und nicht dort die Familien heute in einer Situation sind, wo sie in die Armut gedrängt werden, wo wir wieder schauen, dass Leistung und Arbeit auch entsprechend entlohnt wird und die Steuern gesenkt werden, dass die Wirtschaft angekurbelt werden kann und Arbeitsplätze entstehen und dass wir auch sicherstellen, ja, wir sind ein Land mit Heimat und Kultur und Identität. Heimatliebe, ehrlich und echt, so lautete das Motto der Heimattour 2015. Für Manfred Heimbuchner nicht nur eine leere Phrase. Heimatliebe, ehrlich und echt heißt für mich, dass man bodenständig ist, dass man auch authentisch Politik macht und dass man die Menschen liebt, und zwar ehrlich liebt, die Oberösterreicher, dass man zur eigenen Heimat auch steht. Ehrlich heißt, nicht nur davon zu reden, sondern das auch zu leben. Manfred Heimbuchner mit vollem Einsatz für die Menschen in diesem Land. Wenn es um die Heimat geht, ist es Zeit für eine Veränderung. Deshalb am 27. September die FPÖ. GPG, Ihr Ass bei Neubau und Sanierung. GPG setzt ausschließlich auf ausgereifte Produkte und Top-Marken. Dazu bieten wir Ihnen ein umfassendes Leistungspaket, von der Beratung über die Montage bis zum Service durch erfahrene Fachkräfte. So können Sie sicher sein, dass Bauen und Sanieren nicht zum Pokerspiel wird. Besuchen Sie uns in unserem Schauraum in Braunau oder informieren Sie sich auf unserer Webseite www.gpg.at. Eröffnung Autohaus Lang am Samstag, 3. Oktober von 10 bis 16 Uhr. Der neue Skoda Kombi ab 3. Oktober bei uns im Schauraum. Top-Veranstaltung, Lernen von den Besten. Werner Markreiter im Gespräch mit der jungen Wirtschaft Ried. Am 7. Oktober 2015 um 19 Uhr im Festsaal des Krankenhauses BHS Ried. Ja, das waren unsere aktuellen Informationen aus den Bezirken Braunau, Ried und Scherding. Neuigkeiten aus Ihrer Region mitten in Ihr Wohnzimmer gibt es bereits am kommenden Montag um 21 Uhr. Bleiben Sie also dran. Wir freuen uns auf Sie. Genießen Sie das Wochenende und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.